Als ich etwas älter war als ihr, nicht so viel, 17 war ich, glaube ich, da habe ich an einer Sprachlernfreizeit teilgenommen, und zwar in Frankreich. Und auf dieser Freizeit waren auch ja, viele französische Jugendliche dabei, also es war sehr nützlich für mich. Ich hatte viel Gelegenheit, meine Französischkenntnisse auszubauen. Da gab es einen Kerl, der fiel auf durch einen sehr strengen Körpergeruch, permanent. Und wir waren auch, das war auch eine christliche Sprachlernfreizeit, also wir haben den nicht ausgegrenzt, wir sind also voll irgendwie in die Begegnung gegangen, wir haben den nicht gemieden und so, aber wir haben uns trotzdem gefragt, wie können wir es ihm irgendwie möglichst schonend beibringen, diese Angelegenheit mit der Hygiene und dem, mit dem Körpergeruch. Ja, und dann stellte sich heraus, beim Abschied, da haben wir uns gegenseitig T-Shirts so gemacht und mit Unterschriften und kleinen Grüßen. Und einer von uns, der konnte sehr gut Cartoons malen, der hatte eine, fand ich, ganz elegante Methode, ihm das so zu vermitteln. Der hat da drauf geschrieben, so einen kleinen Cartoon von einer Fliege, die sich einer Körperoberfläche nähert und kurz wieder vorher abdreht. Und Unterschrift: unser lieber Fliegentöter. Ja. Keine Ahnung, ne? Wie sagt man das? Liebe Lea, Lotta, Josephine und Ines, lieber Jurek, lieber Tschechen, lieber Jona, also bei euch glücklicherweise ist da nichts irgendwie mir jedenfalls aufgefallen. Also auf Freizeiten, da kann man ja so gewisse körperliche Befindlichkeiten, vor allen Dingen, wenn man mit mehreren zusammen in einem Zimmer übernachtet, nicht so ganz zu verstecken. Ich weiß auch nicht, warum ich immer nach links gucke, ist egal. Auf jeden Fall, in eurem Alter wird das mit dem Körpergeruch mehr und mehr ein Thema. Ne? Mädelszimmer bin ich höchstens immer nur vorbeigegangen. Aber da ist mir auch aufgefallen, da kam auch eine Duftwolke raus, die war ganz okay, fand ich. Körpergeruch nimmt zu, wenn wir schwitzen. Und an einem Tag wie diesem ist das Thema. Also ein Grund fürs Schwitzen kann sein natürlich einfach Hitze, dann einfach, dass wir körperlich sehr aktiv sind, auch bei sehr niedrigen Temperaturen, wenn wir Sport machen, wenn wir laufen oder wenn wir hart körperlich arbeiten, dann bricht der Schweiß aus und dann gibt es auch den Angstschweiß. Ja? Wenn wir Stress haben oder wenn wir Angst haben, dann bricht auch der Schweiß aus. Wusstet ihr, dass Angst tatsächlich einen speziellen Geruch hat? Ich muss das nochmal etwas genauer recherchieren, aber es macht schon Sinn, was ich hier in einem Artikel gelesen habe. Wenn eine Person Angst hat, verändert sich die chemische Zusammensetzung ihres Schweißes und der Körperdünste. Diese Moleküle werden dann durch die Luft transportiert. Docken diese am Riechepithel, Nase, an. Bei einer anderen Person bekommt diese Person zwar nicht mit, dass da ein Angstgeruch in der Luft liegt. Also wir können das nicht genau identifizieren. Wir wissen jetzt nicht, hier riecht es nach Angst. Aber unbewusst läuft da offensichtlich etwas, dass wir das schon wahrnehmen. Und dass eben so buchstäblich etwas in der Luft liegt. Und das kann auf der unbewussten Ebene, kann das auch unser Verhalten beeinflussen. Meistens ist das ja ein Gesamtpaket. Wir nehmen an unserem Gegenüber irgendwie wahr, der hat Stress, der hat Angst. Und wir sehen es vielleicht irgendwie an der Körperhaltung, wir sehen es vielleicht auch an der Mimik, aber es scheint auch so diese Geruchsebene zu geben. Was für eine Atmosphäre umgibt dich? Ich finde das ganz spannend, dass es sein kann, dass ein Gefühl einer Atmosphäre, die uns umgibt, dass die tatsächlich auf einer Ebene mit dem Geruch wahrnehmbar ist, mit der Nase wahrnehmbar ist. Was für eine Atmosphäre umgibt dich, wenn du anderen Menschen begegnest? Eine Atmosphäre von Ärger, Angst, Sorgen und Stress. Ne, die Redewendung, die Sprache verrät uns, da gibt es Stunk, das riecht nach Stress, sagen wir so, manchmal unbedacht. Wir geben dieser Grundstimmung sozusagen mit der Sprache eine Geruchsgestalt. Ja, da gibt es Stunk, das riecht nach Stress, nach Ärger. Umgibt dich eine Atmosphäre von Ärger, von Angst, Sorgen und Stress oder umgibt dich eine Atmosphäre von Ermutigung, von Zuversicht und von Freundlichkeit? Dufte Typen habe ich diese Predigt überschrieben. Ne? Also jemand, von dem etwas Positives ausgeht, Ermutigung, Freundlichkeit.
die würden wir vielleicht als dufte Typen bezeichnen. Ich habe so gedacht, im Vorfeld auf diesen Gottesdienst, das ist jetzt nicht gerade das Jugendwort des Jahres, dufte Typen. Es war vielleicht 1963 Jugendwort des Jahres, ungefähr, würde ich mal schätzen. Ich weiß nicht ganz genau, wann diese Redewendung aufgekommen ist, dufte Typen. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Paulus spricht hier mit seinem etwas ängstlichen, vermutlich auch relativ jungen Schüler Timotheus. Dem schreibt er einen Brief und Timotheus hatte wahrscheinlich große Aufgaben, viel Verantwortung und hat wahrscheinlich so ein wenig zu Angst und Schwermut tendiert. Und Paulus versucht ihn hier wieder einzunorden, aufs Gleis zu setzen und ihn herauszuholen aus dem Druck, aus dem Stress, aus der Angst, vielleicht auch aus dem Ärger und sagt ihm, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Das ist jetzt irgendwie, es gibt jetzt keine Lehre von irgendwie 7 bis 10 Geistern in der Bibel, da wäre ich sehr vorsichtig. Dieser Geist, von dem hier die Rede ist, das ist der Heilige Geist. Wir glauben an Gott Vater, Sohn, Heiligen Geist, den dreieinen Gott. Der Geist Gottes, der den Gläubigen gegeben wird, der ist ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Christen sollen nach Gottes Willen umgeben sein von einer bestimmten Atmosphäre, die lebensfreundlich ist, wo andere Menschen aufatmen und spüren, hier ist Leben, hier ist Friede, hier ist Freude. Ihr könnt mal kurz überlegen, wir können mal miteinander kurz überlegen, ob uns so eine Begegnung einfällt, wo wir einen Menschen getroffen haben, aus dem Freundeskreis, aus der Nachbarschaft, vielleicht nur zufällig beim Sport, in der Schule, wo wir gespürt haben, hier geht irgendwie, hier kann ich aufatmen im Gespräch mit dieser Person. Hier kann ich mich fallen lassen. Hier kann ich mich zeigen. Hier ist Friede, hier ist Freude, hier ist Entspannung. Ich kann dir nur wünschen, solche Menschen zu kennen. Ich finde es ganz spannend, es gibt so ein paar Bibelstellen, die haben einen olfaktorischen Aspekt irgendwie, also olfaktorisch den Geruchssinn betreffend. Zum Beispiel 2. Korinther 2, 14, da sagt Paulus, wohin wir auch kommen, verbreitet sich die Erkenntnis Gottes wie ein angenehmer Duft, dem sich niemand entziehen kann. Etwas Atmosphärisches, verbunden irgendwie mit klaren Worten, mit einer klaren Botschaft und immer wieder mit der Person Jesus, aber auch etwas Atmosphärisches, das sich ausbreitet. Dass Paulus sagt, das kenne ich aus meinem Dienst, da wo ich hinkomme, da breitet sich eine andere Atmosphäre aus. Und es hängt mit Jesus, mit dieser Person, mit seiner Botschaft zusammen. Da kippt die Atmosphäre aber zum Guten. Manchmal kennen wir das. Beim Sport, ich weiß nicht, wer gerne Fußball guckt oder sowas, manchmal spürt man das, irgendwie kippt die Stimmung. Manchmal spürt man das, dass die Stimmung zum Negativen kippt, dass einem Schiedsrichter das Spiel entgleitet und dass auf einmal er ständig Karten zücken muss. Das gibt es, dass so die Stimmung kippt. Und Paulus beschreibt hier so etwas, aber etwas Positives, dass durch Jesus und durch das, was Jesus gelehrt hat, dass die Stimmung zum Guten kippt, wie ein angenehmer Duft. Schon sehr früh wurden die Jünger Jesu, die Jüngerinnen Jesu, Christen genannt. Für uns ist selbstverständlich, Christen, na klar. Das ist gar nicht so selbstverständlich. In der Apostelgeschichte wird das berichtet, in der Ortschaft, in der Stadt Antiochia wurden die Jünger zuerst Christen genannt. Das ist eine ganz frühe Kiste, diese Bezeichnung Christen. Die ist aber nicht überall verständlich gewesen. Denn Christen, das heißt eigentlich Gesalbte. Gesalbte. Und das haben auch, also in der griechisch-römischen Welt hat das nicht jeder verstanden. Ne? Also manche haben da einfach gehört, wie wir es gehört haben, die Eingecremten. Sie warte, was ist das für eine Religion? Die glauben an einen Eingecremten. Was ist das? Ja? Die kannten nicht dieses Brauchtum von Salbung, was aus dem Alten Testament kommt und wo es wirklich um einen Duft geht, um eine Atmosphäre. Ein Duft, den man sich nicht entziehen kann und der eine Person umgibt, ein guter Duft. Also im Alten Testament, ne, ihr wisst Bescheid, ich könnte euch jetzt interviewen, das erspare ich euch, ihr habt das schon hier durchgestanden, ihr habt super gemacht, ich bin sehr stolz auf euch. Im Alten Testament, der Ritus der Salbung, wenn Könige gesalbt wurden, dann war das mal ein ganzes Widderhorn, voll mit Parfümöl,
Also es geht nicht nur darum, dass das so eine ölige Substanz war, sondern das war Träger eines Duftstoffes, wie es auch heute noch bei Parfums ist. Das ist ausgegossen worden über dieser Person und das umgab den Gesalbten für Tage. Ja? Das war also nicht etwas, was man so geheim halten konnte. Es gibt so ein paar interessante Situationen, da findet eine Salbung im Verborgenen statt, aber das Ergebnis ist, die Person hat eine Atmosphäre um sich herum. Na, das kennen wir irgendwie so Shopping. Ne? Das Stichwort fiel schon heute in einer Shopping-Mall oder in bestimmten Shopping-Mallen, da merkt man das. Ne? Da haben Leute ordentlich was aufgelegt und das riecht man 10 Meter gegen den Wind. So, manchmal auch ein bisschen, ich weiß nicht, der eine oder andere hat vielleicht auch eine Allergie, ist nicht nur angenehm. Aber so muss man sich das vorstellen, wenn ein König gesalbt wurde, dass ihn wirklich vielleicht sogar für Tage eine Atmosphäre von einem intensiven Wohlgeruch, einem Duft umgab. Es waren buchstäblich dufte Typen. Eine Bibelstelle, über die ich auch noch gestolpert bin, und dann ist es die dritte und letzte Bibelstelle, Johannes 12, da nahm Maria ein Fläschchen mit reinem, kostbarem Nardenöl, goss es über die Füße von Jesus und trocknete sie mit ihrem Haar. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Ich finde das so spannend oder ich finde das so faszinierend, weil hier ein Gefühl zu einem Duft wird. Eine Haltung zu einer Person wird zu einem Duft und das ganze Haus weiß es. Man kann sich dem nicht entziehen. Eine Haltung, eine Beziehung schlägt sich, wenn man so will, nieder in einem ganz starken, guten Geruch, der wie eine Atmosphäre in einem Haus liegt. Gott will, dass überall, wo du hinkommst, Gottes Liebe zu dir und deine Liebe zu ihm spürbar wird wie ein Duft. Es gibt Menschen, also frisch verliebte Menschen oder ich finde Säuglinge, frisch gestillte Säuglinge, also Menschen in einem bestimmten Zustand, die haben eine besondere Ausstrahlung. Also ich habe so 1-2 Fotos von unseren Söhnen geschossen, als sie frisch gestillt waren, ne? Also so dieser Zustand, ne? Wo man richtig noch so einen Streifen Milch zwischen den Lippen sieht, also wo sie so richtig randvoll sind. Und das ist eben, die haben eine Ausstrahlung, frisch gestillte Säuglinge, das ist eben nicht nur Nahrungsaufnahme, sondern im umfassenden Sinne totale Sättigung, totale Zufriedenheit. Und später im Verlauf unseres Lebens gibt es das vielleicht noch in dem Zustand der Verliebtheit, der euch bestimmt noch ganz fremd ist. Aber ich erwähne das schon mal zur Vorwarnung. Da hat man diesen, wenn man auch noch glücklich verliebt ist, dann hat man so einen ähnlichen Zustand. Und Gott will, dass wir mit so einer Atmosphäre und so einer Ausstrahlung unterwegs sind. Er will uns eintauchen in seine Liebe, in eine Atmosphäre seiner Liebe. Und er will, dass überall, wo wir hingehen, dass das wie eine Atmosphäre, wie ein günstiges Klima sich um uns herum ausbreitet. Jetzt ganz einfach, wie geht das, wie legen wir dies auf? Ja, also es gibt Anleitungen, ich glaube, wir hören da demnächst noch was davon, wie man Duft auflegt, wie man Parfums auflegt. Das ist irgendwie eine ganze Kunst. Also wie kommen wir jetzt zu diesem Duft der Liebe Gottes? Ganz einfach, durch Worte Gottes, wir werden euch gleich eintauchen in diese Atmosphäre der Liebe Gottes, durch Worte. Eure Paten haben sich Bibelworte für euch schenken lassen, die werden wir gleich hören. Und das Anliegen darin, dass ihr eingetaucht werdet in diese Atmosphäre der Liebe Gottes, dass ihr richtig ein Bad nehmt in der Liebe Gottes. Wort Gottes, Zuspruch, Versprechen, dass Gott bei euch ist. Und dann der Ritus der Handauflegung. Es ist nichts Magisches, aber es ist etwas Kraftvolles, was seit den frühesten Tagen der Christenheit praktiziert wird. Und ich bitte noch erstmal um die zweite Folie. Spannend ist, dass genau da, wo es um unseren Vers geht, da geht es eigentlich auch um Handauflegung. Paulus sagt zu Timotheus: Darum bitte ich dich, lass Gottes Gabe voll in dir wirksam werden. Du hast sie bekommen, als ich dir segnend die Hände auflegte. Also Paulus sagt dem Timotheus nicht einfach, jetzt hör mal auf, ängstlich zu sein, Schluss mit der Angst, jetzt mal wieder Kraft, Liebe und Besonnenheit. Ne? Also nicht so, sondern Paulus sagt, ich habe dir was im Namen Gottes gegeben, das ist schon da und daran sollst du jetzt wieder anknüpfen, das soll in dir wieder zur Entfaltung kommen.
Du hast sie, diese Gabe, bekommen, als ich dir segnend die Hände auflegte. Sie ist schon da, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Also wir stehen vor der Wahl. Was darf es sein? Angst oder Kraft, Liebe und Besonnenheit? Von Angst bestimmt zu sein, ist nicht harmlos. Vielleicht sagst du, ich bin einfach ein ängstlicher Mensch. Ich würde dir eher Mut machen, entscheide dich für Kraft, Liebe und Besonnenheit. Angst kann eine Gefangenschaft werden. Wir vermeiden alles Mögliche im Leben, weil wir Angst haben. Dann gibt es diesen Typen, der, man weiß nie genau, wo er ist im Moment. Er macht von sich reden, er ist jeden Tag in den Schlagzeilen. Aber er hat viel Angst, man weiß nie ganz genau, wo er ist. Ich rede von Putin. Vielleicht erinnert ihr euch an diesen riesenlangen Tisch, ja? Also an dem er Gäste empfangen hat. Es gibt Berichte darüber, dass er sogar, wenn er reist, seine Exkremente mitnimmt. Ne? Das ist irgendwie auch eine olfaktorische Herausforderung für seine Bediensteten, damit die Geheimdienste nicht aus seinen Hinterlassenschaften schließen können, was für Krankheiten er vielleicht hat. Ne? Also Angst kann wirklich krank machen, ne? Wenn man sowas anfängt zu machen. Das nennt man paranoid. Man sieht nur noch überall böse Mächte, böse Kräfte. Man hat Angst und man wird dadurch auch bösartig. Wie wir das im Moment jeden Tag vor Augen geführt bekommen. Angst ist nicht harmlos und Gott will uns von diesen Klammern der Angst befreien und will uns dauerhaft frei machen davon. Du brauchst dir Kraft, Liebe und Besonnenheit nicht aus den Rippen zu leiern, du brauchst sie dir nicht selbst einzusuggerieren. Du kannst sie dir zusprechen lassen, du kannst dir Hände auflegen lassen und dich in Gottes Liebe eintauchen lassen. Er will dir seine Liebe schenken. Und da vier sind übrigens, also ihr sieben. Interessante Zahl übrigens, aber egal. Ihr sieben, ihr werdet gesegnet. Das ist eine Zahl der Vollkommenheit. Aber wenn ich das jetzt sage, bringt mich das in einem Jahr in Schwierigkeiten. Aber vielleicht sind es dann ja 12. Schauen wir mal. Auf jeden Fall, euch segnen wir, euch legen wir die Hände auf. Aber vielleicht sind auch andere da, die sagen, ich brauche das mal wieder. Sonntag in einer Woche haben wir Gottesdienst, wir machen das einmal im Monat, wir feiern das Abendmahl und wir beten da auch füreinander. Wir bieten das an, wer sich ein Wort Gottes persönlich zusprechen lassen will und wer Handauflegung mal braucht, einen besonderen Zuspruch, der kann immer gerne kommen und kann sich das abholen. Wir haben uns als Gemeinde genau dafür, es ist keine Schande, mal Angst zu kriegen, ja? Wir haben ständig Gründe, Angst zu bekommen. Wir haben ständig mit Angst zu kämpfen. Und dafür haben wir uns gegenseitig in einer Gemeinde, dass wir miteinander sprechen, dass wir uns Gottes Wort zusprechen lassen und dass wir uns Hände auflegen lassen, damit die Angst nicht überhand nimmt in unserem Leben. Also an euch speziell nochmal die Aufforderung, die Ermutigung, bleibt in dieser Gemeinschaft oder sucht euch so eine Gemeinschaft. Wir haben euch die letzten Wochen immer mal wieder eingeladen, hier auch zu Matches, zu unserem Jugendtreff. Wir haben unseren Pfadfinderstamm. Wir machen euch Mut, bleibt in dieser Gemeinschaft. Wir brauchen diese Gemeinschaft. Gerade in Zeiten, wo es so viele gute Gründe gibt, ängstlich zu werden. Wir brauchen das, ihr braucht das. Es braucht dann immer mal wieder Mut, auch auszupacken, zu sagen, ich habe gerade damit zu kämpfen. Aber so ist das. Wir haben alle irgendwie unsere Herausforderungen, unsere Kämpfe und dafür haben wir uns gegenseitig. Und ich würde mich so freuen, wenn ihr da bleibt und wenn ihr euch in Gemeinschaft begebt und daran bleibt. Amen.